Hi, es ist Olli von Session und ich zeige euch heute von Stanford die Radiotone Studio 59. Stanford Radio Tone Studio 59. So, viele, viele Wörter für eine Gitarre. Stanford ist der Hersteller, ist schon eine ganze Zeit lang bekannt. Und wir freuen uns jetzt echt, euch diese Gitarre einen super, super Sonderpreis anbieten zu können. Wir haben eine ganze Reihe davon an Lager und das hat mich heute dazu bewogen, dass ich mir die erste abgegriffen habe und jetzt diese hier mein eigen nenne. Der Deal ist so unglaublich, das ist echt der Hammer. Wir haben es mit einer massiven Gitarre zu tun, also massive Decke aus Zeder, Sapeli-Zagen und auch den Boden, ja, ein Mahagoni-Hals und ein Palisander-Griffbrett. Ja. Also das Beste vom Besten und ist ein Grand Auditorium, ja, also den schönen dicken Hintern, aber das Ganze hier ein bisschen flacher gehalten für die Bühne. Und ich persönlich finde diese Form so auch im Sitzen zum Spielen eigentlich am schönsten. Insgesamt ist es eine Gitarre, die, wie ihr schon im Intro gehört habt, irgendwie alles abfeuern kann. Also ich kann damit strummen, ich kann Fingerpicking machen. Und das Einzige, was ich jetzt sofort gemacht habe, ich habe mir mal meine Elixierseiten drauf gemacht, die ich immer spiele, und 12er. Und damit habe ich einen ziemlich geilen Ton auf der Gitarre, der mir akustisch erstmal alles bringt, was ich brauche. Ja, ich habe die knackigen Bässe unten. Aber ich habe auch schöne Höhen. Und es wird eben schön gemütlich, wenn man mit den Fingern spielt. Ja. Eine 45er Sattelbreite, was ich persönlich immer bevorzuge. Es gibt Gitarrenhersteller, die breitere Sättel anbieten und da muss ich sagen, ja, das ist sicher für manche Folkpicker irgendwie ganz schön, aber so für uns Einheitsgitarristen ist die 45er Breite genau das, an was man sich schnell gewöhnt. Zum Beispiel auch, wenn man jetzt von der E-Gitarre hin und her wechselt zur Akustikgitarre, ist das nicht ein ganz zu großer Schritt. Von dem Sattel, den haben wir Knochen, also nicht irgendwie Plastik oder sowas, ein Original Knochensattel, der sich eben auch selbst schmiert. Dadurch sind wir ziemlich verstimmungsfrei. Mechaniken haben wir schöne, ölgelagerte, geschlossene Mechaniken. Also auch da fliegt uns nichts weg vom Tuning her. Und was bleibt zu sagen? Probiert sie aus. Ja, wir haben natürlich einen
Pickup-System drin. Von Nautilus, den Spectral, den gibt es als Nachrüstsatz und in mittlerweile immer mehr Gitarren auch fest eingebaut. Ist relativ solide von dem, was er bietet. Also wir haben hinten, hoppala, einmal angedonkt, einmal hinten den Output-Jack, der eben auch gleichzeitig dann der Gurt-Pin ist. Und, weiß nicht, Peter, kriegst du den? Hier ist der Lautstärkeregler und eben eine kleine LED, wenn die Batterie dann zur Neige geht und die Batterie sitzt hier vorne am Halsfuß. Kommst du da rein? Siehst du das? Ja, ich glaube, das kriegen wir hin. Ja. Und eben eine schöne Sache, wenn es dann doch mal auf der Bühne etwas hergehen soll. Ich habe einfach nur Spaß mit dem Instrument. Kannst gar nicht mehr aus der Hand geben. Solltet ihr Fragen dazu haben, dann wendet euch doch einfach an meinen Kollegen Thomas Ruppel. Nummer und Adresse bekommt ihr gleich eingeblendet. Und ja, würde mich freuen, wenn das Baby irgendwie den Weg zu euch findet. Entweder online bestellen auf session.de oder in den Filialen in Frankfurt und in Waldorf. Cooler Deal. Schlag zu. Also, das war's von mir. Oliver Hartmann, Frankfurt am Main. Haut rein.